Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 302. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. In der letzten Folge wurde die Laurent-Reihe hergeleitet und das Ergebnis habe ich hier vorab noch einmal hingeschrieben. Wir hatten eine Kreisscheibe betrachtet, die ich hier mit K bezeichnet habe, mit einem Innenradius klein r und einem äußeren Radius groß r, wobei der innere Radius durchaus den Wert 0 annehmen kann und der äußere Radius kann auch den Wert unendlich annehmen. Und wir haben dann eine holomorphe Funktion f betrachtet auf dieser Kreisscheibe, sowie eine Kreislinie mit dem Radius rho. Und dieser Radius muss ein Radius sein, der größer ist als der innere Radius der Kreisscheibe, aber kleiner als der äußere Radius dieser Kreisscheibe. Und dann lässt sich, haben wir gezeigt im Video Nummer 301, dass sich dann jede holomorphe Funktion, die auf dieser Kreisscheibe, wie gesagt, definiert ist, darstellen lässt als Laurent-Reihe, und zwar als unendliche Summe von k gleich minus unendlich bis plus unendlich über die Koeffizienten a, k multipliziert mit z minus z0 hoch k. Wobei sich die Koeffizienten hier berechnen mit Hilfe eines geschlossenen Kurvenintegrals, nämlich durch 1 dividiert durch 2pi mal i, multipliziert mit einem geschlossenen Kurvenintegral über eine Kurve mit dem Radius rho über f von xi dividiert durch xi minus z0 hoch k plus 1 dxi. Das möchte ich hier vielleicht kurz einmal rechts skizzieren. Das hier sei mal die komplexe Ebene mit der reellen Achse x und der imaginären Achse y. Wir betrachten dann mal einen beliebigen Entwicklungspunkt Z0. Um diesen Punkt Z0 legen wir eine Kreisscheibe mit dem inneren Radius klein r und dem äußeren Radius groß r. Das könnte dann vielleicht ungefähr so aussehen. Klein r und groß r. Das heißt also, das, was ich hier schraffierte, diese offene Menge ohne die Kreislinien selbst, wäre also gerade unsere Menge k. Und wir wählen jetzt, um diese Kreisintegrale für die Koeffizienten ak zu berechnen, irgendeinen beliebigen Kreis mit dem Radius rho, der irgendwo zwischen klein r und groß r liegen kann. Und das möchte ich hier mal in rot noch einzeichnen. Das sei also diese Kreislinie mit dem Radius rho. Um nun die Laurent-Reihe einer Funktion zu bestimmen, ist es in der Praxis in vielen Fällen aber nicht nötig, die komplexen Kurvenintegrale zur Berechnung der Koeffizienten ak auszuwerten. Vielmehr nutzt man das Konvergenzverhalten der geometrischen Reihe oder auch die Reihendarstellungen der Funktion selbst aus, um diese Koeffizienten zu berechnen. Und das möchte ich jetzt anhand von zwei Beispielen einmal vorführen. Sei zunächst einmal a eine beliebige komplexe Zahl, allerdings nicht die Zahl 0. Also der Koordinatenursprung soll hier ausgeschlossen sein. Und wir betrachten eine komplexe Funktion, die eine Abbildung sein soll, aus der Menge der komplexen Zahlen ohne diese Zahl a in die Menge der komplexen Zahlen. Wobei hier jedem z aus dem Definitionsbereich zugeordnet wird der Term 1 dividiert durch z minus a. Und gesucht ist jetzt hier letztendlich die Laurent-Reihe, also gesucht die Laurent-Reihe, um den Entwicklungspunkt Z0 gleich 0 herum. So, wie wollen wir da verfahren? Wir wollen also nicht diese komplexen Kurvenintegrale jetzt alle auswerten, um die ganzen Koeffizienten zu bestimmen, sondern wir nutzen eher die Eigenschaften der geometrischen Reihe hier aus. Und dazu müssen wir hier zwei Fälle betrachten. Und zwar der erste Fall ist der Fall, dass wir einmal annehmen, dass die komplexe Zahl Z immer kleiner ist als der Betrag von a. Also die komplexe Zahl im Betrag soll kleiner sein als a im Betrag. Und was heißt das letztendlich? Das sind doch alle komplexen Zahlen, die in der offenen Kreisscheibe mit dem Radius a um den Ursprung herum liegen. Das möchte ich hier rechts auch nochmal andeuten. Das sei mal wieder hier die komplexe Ebene. Wir haben hier irgendwo eine komplexe Zahl a, die nicht der Ursprung sein soll, so wie wir das oben schon hingeschrieben haben. Dann nehmen wir jetzt die Kreislinie mit dem Radius a
um den Ursprung herum. Das wäre diese hier. Und dann beschreibt offensichtlich Z-Betrag, kleiner A-Betrag, gerade die Menge, die ich jetzt hier schwarz mal schraffiere, also das Innere dieses Kreises mit dem Radius A. Und wir werden jetzt zunächst einmal hier versuchen, unsere Funktion f von z mit Hilfe der geometrischen Reihe zu beschreiben. Wir können zunächst einmal diese Ungleichung hier äquivalent umformen, nämlich in Betrag z dividiert durch a ist ja offensichtlich kleiner als 1. Daraus folgt dann, wenn wir unsere Funktion einmal betrachten, f von z ist 1 dividiert durch z minus a, dann könnte ich hier zunächst einmal im Nenner eine minus 1 ausklammern und diese minus 1 schreibe ich mit in den Zähler hinein. Dann haben wir im Nenner stehen a minus z und im nächsten Schritt klammer ich im Zähler eine minus 1 aus und im Nenner ein a. Dann erhalten wir minus 1 Artel multipliziert mit 1 dividiert durch 1 minus z dividiert durch a. Und wir haben ja hier oben gesehen, dass der Betrag von z dividiert durch a kleiner als 1 ist. Das heißt, wir können hier für den zweiten Bruch offensichtlich hier die geometrische Reihe anwenden. Das heißt, die unendliche Summe von k gleich 0 bis unendlich über z dividiert durch a hoch k. Und mit den Rechenregeln der Potenzrechnung können Sie z hoch k dafür schreiben, dividiert durch a hoch k in der Summe. Und den Faktor minus 1 durch a kann ich auch mit in die Summe hineinziehen, da er ja unabhängig ist vom Summationsindex k. Das heißt, letztendlich können wir hierfür schreiben, dass die Summe von k gleich 0 bis unendlich über minus 1 dividiert durch a hoch k plus 1 multipliziert mit z hoch k. Und Sie sehen, dass es jetzt hier offensichtlich um eine gewöhnliche Tälerreihe um den Entwicklungspunkt z0 gleich 0 handelt. Und diese Tälerreihe ist für alle komplexen Zahlen z konvergent, die innerhalb dieser Kreisscheibe liegen, also innerhalb dieses schwarz schraffierten Bereiches hier rechts in dem Bild. Jetzt betrachten wir noch den zweiten Fall. Es könnte ja auch sein, dass der Betrag von z größer ist als der Betrag von a. Z gleich a ist sowieso ausgeschlossen, das haben wir ja oben schon festgelegt, nämlich unsere Funktion ist ja nur eine Abbildung aus der Menge der komplexen Zahlen ohne diesem a. Das heißt, z gleich a brauchen wir nicht berücksichtigen, weil diese Funktion dort gar nicht definiert ist. Auch das können wir wieder äquivalent umformen, nämlich zu a dividiert durch z. Betrag ist kleiner als 1. Was beschreibt diese Menge Z-Betrag größer A-Betrag? Das sind offensichtlich alle komplexen Zahlen, die außerhalb des Kreises um den Ursprung mit dem Radius A liegen. Also alle die Zahlen rechts, die ich jetzt mal hier in blau schraffieren möchte. Also alles das, was außerhalb dieser gestrichelten Kreislinie liegt. So, und wir werden jetzt unsere Funktion wieder mit Hilfe der geometrischen Reihe etwas umformen. Wir halten dann zunächst einmal für f von z ist gleich 1 dividiert durch z minus a. Wir können hier zunächst einmal im Nenner ein z ausklammern, dann erhalten wir 1 durch z multipliziert mit 1 dividiert durch 1 minus a durch z. Und a durch z ist im Betrag ja kleiner als 1, das heißt, wir können hier wieder die geometrische Reihe anwenden, das heißt 1 durch z multipliziert mit der Summe von k gleich 0 bis unendlich über a dividiert durch z hoch k. 1 durch z, was vor der Summe steht, können wir auch mit in die Summe 9 wieder befördern, da ja 1 durch z in Bezug auf den Summationsindex hier eine Konstante ist. Das heißt, wir können dann letztendlich hierfür schreiben, das ist die Summe von k gleich 0 bis unendlich über a hoch k dividiert durch z hoch k plus 1. Und wir wollen jetzt diese Summe wieder bei k gleich 1 beginnen lassen, damit wir hier im Exponenten der Variablen z ein k stehen haben. Also wir schreiben jetzt dafür, das ist die Summe von k gleich 1 bis unendlich über, nun müssen wir allerdings in der Summe die Ausdrücke sozusagen, da müssen wir das k um 1 vermindern. Das heißt, wir halten dann a hoch k minus 1, damit das alles noch richtig bleibt, dividiert durch z hoch k. Das können wir aber schreiben als Summe von k gleich 1 bis unendlich über a hoch k minus 1 multipliziert mit z hoch minus k. Und nun verwenden wir einen Trick, den wir auch schon im letzten Video bei der Herleitung verwendet haben. Wir können das Ganze auch schreiben als Summe von
k gleich minus unendlich bis minus 1. Dann müssen wir allerdings darauf achten, dass wir in der Summe die Terme, wo k drin vorkommt, das k jetzt durch minus k ersetzen. Dann erhalten wir a hoch minus k minus 1 und aus z hoch minus k wird dann einfach z hoch k. Und a hoch minus k minus 1, das lässt sich dann wieder in den Nenner hineinschreiben, sodass wir erhalten die Summe von k gleich minus unendlich bis minus 1 über 1 dividiert durch a hoch k plus 1 multipliziert mit z hoch k. Z hoch k. Diese Reihe um den Punkt z0, um den Entwicklungspunkt z0 gleich 0 herum, ist jetzt also offensichtlich für alle z-Werte aus der komplexen Ebene konvergent, die außerhalb der Kreisscheibe liegen, also in diesem blauen Bereich. Betrachten wir jetzt noch einmal ein weiteres Beispiel. Also hier in diesem Beispiel hatten wir die geometrische Reihe benutzt, um die Koeffizienten ak hier zu finden. Im zweiten Beispiel nutzen wir jetzt aus die Reihendarstellung der Funktion und dazu betrachten wir zunächst einmal eine Kreisscheibe k, die definiert ist als die Menge aller komplexen Zahlen z. Für die gilt, dass der Betrag von z größer als 0 ist. Und wir betrachten jetzt eine Funktion, eine komplexe Funktion als Abbildung von k in die Menge c hinein, wobei ihr jedem z zugeordnet wird e hoch 1 durch z. Diese Funktion ist offensichtlich, wie Sie sehen, auf dieser Kreisscheibe holomorph. Und wir verwenden jetzt hier letztendlich die Reihendarstellung der Exponentialfunktion, um diese Funktion zu beschreiben. Also f von z ist ja e hoch 1 dividiert durch z. Das ist letztendlich nichts anderes wie die Summe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch k Fakultät multipliziert mit 1 dividiert durch z hoch k. Das können wir aber schreiben, das ist die Summe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch k Fakultät multipliziert mit z hoch minus k. Und wir wollen jetzt hier z hoch plus k stehen haben und da benutzen wir den gleichen Trick wie eben. Wir lassen unsere Summe jetzt laufen von k gleich minus unendlich bis 0 in diesem Fall über 1 dividiert durch und wir müssen jetzt das k ersetzen durch minus k, also halten wir in Klammern minus k Fakultät mal z hoch plus k. Und diese Reihe ist offensichtlich auf ganz k, also auf dieser ganzen Kreisscheibe, konvergent. Vielleicht noch eine Bemerkung dazu, für welche Funktionen die Laurent-Reihe in eine reine Taylor-Reihe übergeht. Das möchte ich hier vielleicht auch noch mal kurz vermerken. Und zwar betrachten wir dazu zunächst einmal eine Kreisscheibe mit dem Radius R, groß R. Das ist also die Menge der komplexen Zahlen z, für die gelten möge, dass 0 kleiner gleich der Betrag von z kleiner r ist. Das ist also eine offene Kreisscheibe, wie Sie sehen, mit dem Radius r. Und wir betrachten jetzt eine holomorphe Funktion. Eine holomorphe Funktion f, die eine Abbildung sein soll, aus dieser Kreisscheibe k-Index r in die Menge der komplexen Zahlen hinein. Wenn f holomorph ist, dann ist auch f von z dividiert durch z minus z0, egal was z0 für eine komplexe Zahl ist, hoch k plus 1, sicher auch holomorph, ist holomorph. Zumindest für alle k-Element der negativen ganzen Zahlen. Also wenn Sie eine negative ganze Zahl für k einsetzen, beispielsweise minus 1, minus 2 oder minus 3, dann wandert ja letztendlich dieser Nenner in den Zähler hinein. Das heißt, wir haben ja letztendlich keine Polstellen mehr. Das heißt, dieser Ausdruck wäre dann auf jeden Fall für negative ganzen Zahlen holomorph. Und jetzt verwende ich hier mal den Cauchyschen Integralsatz. Cauchyscher Integralsatz, den hatten wir hergeleitet im Video Nummer 296. Video Nummer 296 und was besagt er?
Wenn Sie jetzt ein geschlossenes Kurvenintegral über eine holomorphe Funktion über ein einfach zusammenhängendes Gebiet bilden, ist dieses Integral immer Null. Und wir schauen uns jetzt noch einmal an, oben, wie sich die Koeffizienten der Laurent-Reihe überhaupt berechnen. AK ist ja 1 dividiert durch 2pi, multipliziert mit einem geschlossenen Kreisintegral über den Radius Rho, f von Xi dividiert durch Xi minus Z0 hoch K plus 1 dxi. Und dieses Integral muss in diesem Fall auf jeden Fall den Wert 0 liefern, da der Integrant ja holomorph ist. Nach unserer Voraussetzung hier oben, da f holomorph ist, ist auch dieser Quotient hier holomorph, zumindest für negative ganze Zahlen. Das heißt also, wir erhalten dann für ak, was ja nichts anderes war als 1 dividiert durch 2pi mal i, multipliziert mit einem geschlossenen Kurvenintegral über den Kreisring mit dem Radius rho, über f an der Stelle xi dividiert durch in Klammern xi minus z0 hoch k plus 1 dxi. Das muss also offensichtlich gerade 0 sein. Und zwar muss das gelten für alle k-Element aus den negativen ganzen Zahlen. Und das bedeutet doch letztendlich, dass unsere Laurent-Reihe f von z dann übergeht, da ja alle negativen Koeffizienten entfallen, einfach nur noch in die Summe von k gleich 0 bis unendlich über ak multipliziert mit z minus z0 hoch k. Und das ist offensichtlich hier letztendlich die Taylor-Reihe. Die Taylor-Reihe von f. Nun, jede Laurent-Reihe lässt sich immer in einen sogenannten Hauptteil und einen sogenannten Nebenteil zerlegen. Das möchte ich Ihnen jetzt auch noch einmal kurz zeigen. Und zwar hatten wir ja oben in dem blauen Kasten geschrieben, dass unsere Funktion f von z ja gerade ist, nämlich die Summe von k gleich minus unendlich bis plus unendlich über a Index k multipliziert mit z minus z0 hoch k. Und wir können diese Summe jetzt zerlegen in zwei Summen. Einmal läuft die erste Summe von minus unendlich bis minus 1 über a k multipliziert mit z minus z0 hoch k plus einer zweiten Summe. Und diese zweite Summe läuft von k gleich 0 bis unendlich über a k multipliziert mit z minus z0 hoch k. Und wir bezeichnen jetzt diese erste Summe, die also letztendlich negative Exponenten immer enthält, in dem Ausdruck z minus z0. Diesen Ausdruck, den wollen wir als Hauptteil der Laurent-Reihe bezeichnen und die zweite Summe als Nebenteil der Laurent-Reihe. In der Herleitung im letzten Video wurde auch gezeigt, dass der Hauptteil immer im Äußeren eines Kreises um die Entwicklungsstelle z0 konvergiert und dass der Nebenteil immer im Inneren eines Kreises um den Entwicklungspunkt z0 konvergiert. Wir betrachten jetzt vielleicht mal folgende Funktion, und zwar f sei eine komplexe Funktion als Abbildung von c ohne die Zahl 0 in die Menge der komplexen Zahlen, wobei ja jedem z aus dem Definitionsbereich hier mal zugeordnet werden soll, Cosinus hyperbolicus von z dividiert durch z. Und wir wollen jetzt von dieser Funktion einmal den Hauptteil und den Nebenteil der zugehörigen Laurent-Reihe bestimmen. Dazu müssen wir uns noch erinnern an das vorletzte Video. Dort hatte ich Cosinus hyperbolicus von z dargestellt als Reihe. Dort hatten wir gesehen, dass sich Cosinus hyperbolicus von z darstellen lässt als die Summe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch 2k in Klammern Fakultät mal z hoch 2k. Das wurde im Video Nummer 300 behandelt. Auch das möchte ich hier vermerken für diejenigen, die sich das noch einmal anschauen wollen. Und wir werden jetzt zunächst einmal mit Hilfe dieser Reihendarstellung, dieser hyperbolischen Funktion, unsere Funktion f jetzt als Reihe darstellen. Also f von z können wir ja auch schreiben als 1 dividiert durch z mal Cosinus hyperbolicus z. Das ist gleich 1 dividiert durch z multipliziert mit der Summe von k gleich 0 bis unendlich über 1 dividiert durch in Klammern 2k
Fakultät multipliziert mit z hoch 2k. Das kann man sich auch einmal ausführlich vielleicht hinschreiben. Für k gleich 0 erhalten Sie offensichtlich 1. Für k gleich 1 erhalten Sie 1 durch 2 Fakultät mal z hoch 2. Für k gleich 2 erhalten Sie 1 durch 4 Fakultät mal z hoch 4. Und vielleicht noch für k gleich 3, dann würden Sie 1 durch 6 Fakultät erhalten, z hoch 6, und das ganze Spiel geht jetzt immer so weiter. Jetzt multiplizieren wir diese Klammer aus mit dem Vorfaktor 1 dividiert durch z und erhalten dann hier offensichtlich 1 dividiert durch z plus 1 dividiert durch 2 Fakultät mal z plus 1 dividiert durch 4 Fakultät mal z hoch 3. Bedenken Sie, es kürzt sich ja in jedem Summanden hier jetzt ein z raus. Dann erhalten wir 1 durch 6 Fakultät mal z hoch 5, und das geht jetzt immer so weiter. Sie sehen ja, wir haben hier offensichtlich ein Hauptteil vorliegen. Das ist dieser eine Summand hier, das ist der Hauptteil. Und der Nebenteil, das sind die ganzen restlichen Ausdrücke. Das ist der Nebenteil der zugehörigen Laurent-Reihe. Bis auf den Faktor letztendlich oder den Summanden 1 durch z handelt es sich hier offensichtlich um eine gewöhnliche Potenzreihe, wie Sie sehen. Das Ganze können wir auch noch etwas eleganter hier aufschreiben vielleicht mal. Und zwar können wir das schreiben, das ist 1 dividiert durch z plus die Summe von k gleich 1 bis unendlich über 1 dividiert durch 2k in Klammern Fakultät multipliziert mit z hoch 2k minus 1. Und wir sehen hier offensichtlich, das möchte ich hier auch noch hinschreiben, dass der Koeffizient a-Index minus 1, das ist ja die Zahl für die Potenz z hoch minus 1, und das wäre gerade, wie Sie hier sehen, die 1. Und wir sehen, a-Index 0 kommt hier gar nicht vor, ist also 0. Und wir sehen, dass a-Index k offensichtlich ist, entweder 1 dividiert durch 2k Fakultät oder 0. 1 durch 2k Fakultät ist es offensichtlich immer dann für k größer als oder größer gleich 1, und 0 ist es offensichtlich für k kleiner als minus 1. Wir betrachten jetzt nochmal ein Beispiel. Und zwar ist gegeben eine komplexe Funktion f, die eine Abbildung sein soll aus der komplexen Zahlenmenge, allerdings ohne die beiden reellen Zahlen minus 1 und minus 2 in die Menge der komplexen Zahlen hinein, wobei ihr jedem z zugeordnet werden soll, der Funktionsterm 1 dividiert durch in Klammern z plus 1 multipliziert mit z plus 2. Sie sehen, dass diese Funktion offensichtlich in den Punkten z gleich minus 1 bzw. z gleich minus 2 nicht definiert ist. So, und gesucht ist hier was? Gesucht ist die sogenannte Laurent-Reihe jetzt wieder. Die Laurent-Reihe um den Punkt z0 gleich 1 herum, so, und zwar so, dass diese Reihe, so dass sie in dieser Kreisscheibe 2 soll kleiner sein als z minus 1 und das soll kleiner sein als 3, konvergiert. So, das bedeutet letztendlich, das möchte ich vielleicht hier gleich einmal rechts hin zeichnen. Wir wollen also unsere Funktion entwickeln an der Stelle z0 gleich 1. z0 gleich 1 male ich hier mal auf der reellen Achse hier unten hin. Das ist also unser Entwicklungspunkt. Wir haben hier also zwei Kreisscheiben, einmal mit dem Radius 2 und einmal mit dem Radius 3. Und wir haben hier die nicht definierten Punkte, nämlich minus 1 und minus 2. Ja, die Kreisscheibe mit dem Radius 2, die zeichne ich hier mal schon mal gestrichelt ein. Das wäre diese hier. Und die Kreisscheibe mit dem Radius 3, auch diese zeichne ich hier gestrichelt ein, das wäre diese. Und wir wollen jetzt unsere Funktion f von z so als Laurent-Reihe darstellen, dass sie in diesem Bereich hier, den ich hier mal schraffiere, wobei die Kreisränder denn nicht mehr zu dieser Menge gehören, so dass diese Funktion also in dieser schraffierten Menge jetzt konvergent wird. Und der Trick, den wir hier benutzen werden, ist ebenfalls wieder
die geometrische Reihe. Zunächst einmal sehen wir hier noch, wir haben ja den kleinen Radius R gleich 2 und einmal den Radius, den großen Radius, den bezeichne ich hier mit groß R gleich 3. Zunächst einmal aus dieser Ungleichung, die hier oben vorgegeben ist, können wir zunächst einmal Folgendes sehen. Es gilt ja offensichtlich, 2 ist kleiner als z minus 1 Betrag. Was sind das für komplexe Zahlen? Das sind offensichtlich alle diejenigen komplexen Zahlen, die außerhalb im Äußeren des Kreisringes mit dem Radius 2 zunächst einmal liegen. Das Ganze können wir äquivalent umformen, wie Sie sehen. Das können wir schreiben als 2 dividiert durch Betrag z minus 1 muss kleiner als 1 sein. Und diesen Ausdruck möchte ich hier mal bezeichnen als Betrag von Q1. Und wir betrachten jetzt noch den zweiten Teil dieser Ungleichung, nämlich dass z minus 1 ja kleiner sein soll als 3. Auch das lässt sich umformen äquivalent. Zunächst einmal heißt das ja, das sind alle diejenigen komplexen Zahlen, die in dem Inneren der Kreisscheibe liegen mit dem Radius groß R gleich 3. Das erfüllt ja gerade diese Ungleichung und wir können das hier umformen zu Betrag z minus 1 dividiert durch 3 ist kleiner als 1. Und diesen Ausdruck möchte ich hier bezeichnen mit Q2 Betrag. Warum? Das werden Sie gleich sehen, weil wir gleich die geometrische Reihe hier verwenden werden. Zunächst einmal betrachten wir nochmal unsere Funktion f von z, die ja definiert war als 1 dividiert durch z plus 1 multipliziert mit z plus 2 im Nenner. Und wir wollen jetzt diesen Funktionsterm in zwei Partialbrüche letztendlich zerlegen. Sie könnten hier jetzt die Partialbruchzerlegung anwenden. Das möchte ich aber nicht tun. Ich benutze hier eher einen kleinen Trick. Den Zähler 1 kann ich auch schreiben als z plus 2 offensichtlich minus in Klammern z plus 1. Denn wenn Sie die Klammer hier wieder auflösen, sehen Sie, das z hebt sich hier raus und 2 minus 1 gibt ja gerade wieder 1. So, dass wir jetzt Folgendes machen können. Wir können jetzt diesen Bruch aufsplitten in zwei Teilbrüche. Dann bleibt hier offensichtlich nur noch übrig, 1 dividiert durch z plus 1, wie Sie sehen, minus 1 dividiert durch z plus 2. Und nun verwende ich noch einen weiteren Trick. Den ersten Bruch kann ich auch schreiben als z. Da steht ja z plus 1, ich schreibe z minus 1 und korrigiere das Ganze, indem ich eine 2 hier hinzuschreibe. Und den zweiten Bruch können wir schreiben als 1 dividiert durch, dort steht ja z plus 2 und dafür schreibe ich 3 plus z. Ja, und die 3 muss ich korrigieren, es soll ja dann nur eine 2 stehen, also ziehe ich eine 1 gerade wieder ab. Und aus dem ersten Bruch, also aus diesem hier, können wir jetzt im Nenner z minus 1 ausklammern. Und das werde ich jetzt tun. Dann erhalten wir 1 dividiert durch z minus 1 multipliziert mit 1 dividiert durch. Und dann bleibt dort im Prinzip stehen 1 plus 2 dividiert durch z minus 1. Ich möchte hier aber ein Minuszeichen haben und das Minus korrigiere ich, indem ich das Minuszeichen wieder an die 2 ransetze. Sie sehen also, das ist hier offensichtlich äquivalent. Und im zweiten Bruch, also in dem hinteren hier, klammer ich im Nenner eine 3 aus. Dann erhalten wir 1 Drittel multipliziert mit 1 dividiert durch. Ja, dann haben wir dort stehen letztendlich 1 minus und dieses Minus korrigiere ich wieder, indem ich im Zähler schreibe minus in Klammern z minus 1 und das Ganze dividiert durch 3. Warum habe ich das gemacht? Sie sehen hier offensichtlich, das hier entspricht gerade jetzt unserem Q1 offensichtlich. Und wir wissen, der Betrag von Q1, das steht hier oben ja, ist kleiner als 1. Das heißt, wir können also den zweiten Bruch im ersten Summanden wieder in eine geometrische Reihe verwandeln oder umwandeln. Und dies hier möchte ich bezeichnen als Q2. Und Sie sehen, Q2-Betrag ist ebenfalls kleiner als 1, sodass wir auf beide Ausdrücke jetzt hier die Formel für die geometrische Reihe anwenden können. Dann erhalten wir zunächst einmal hier 1 dividiert durch z minus 1 multipliziert mit der unendlichen Summe von k gleich 0 bis unendlich über in Klammern minus 2 dividiert durch z plus, minus 1 hoch k. Dann geht es weiter mit minus 1 Drittel und der zweite Bruch, ja da benutze ich wieder die geometrische Reihe, also die Summe von k gleich 0 bis unendlich über minus in Klammern z minus 1
dividiert durch 3 hoch k. So, was gibt das zunächst einmal? Wir können jetzt die ganzen Vorfaktoren, die ja vor den Summen stehen, in die Summe mit hineinbringen, denn diese Vorfaktoren sind ja bezüglich des Summationsindex k ja reine Konstanten. Und dann multipliziere ich das gleich mal geschickt aus in der ersten Summe. Wir halten also die Summe von k gleich 0 bis unendlich. Im Zähler offensichtlich minus 2 hoch k und im Nenner erhalten wir z minus 1 hoch k. Mit dem Vorfaktor multipliziert erhalten Sie z minus 1 hoch k plus 1. Dann für die zweite Summe, das minus 1 Drittel bringe ich mit in die Summe hinein, sodass hier ein Vorzeichen plus entsteht zunächst einmal. Die Summe läuft auch hier wieder von k gleich 0 bis unendlich und ich kann im Zähler das Minuszeichen schon mal verarbeiten, das gibt minus 1 hoch k und da die Vorzahl minus 1 Drittel ja mit reingebracht wird, erhalten wir noch ein weiteres Minuszeichen, so dass wir das berücksichtigen durch minus 1 hoch k plus 1. Dividiert durch, ja im Nenner steht 3 hoch k und wir erhalten aus dem Vorfaktor noch eine 3, also erhalten wir 3 hoch k plus 1, multipliziert das Ganze mit z minus 1 hoch k. Sie sehen also, dieser letzte Ausdruck ist eine reine Potenzreihe. Und wir werden jetzt den ersten Summanden, oder ja, die erste Summe besser gesagt, hier noch etwas bearbeiten. Und zwar möchte ich zunächst einmal, dass der Exponent in der Variablen z minus 1, also der Klammerausdruck, dass hier hoch k steht und nicht hoch k plus 1. Hier verwende ich wieder den Trick, dass ich also hier die Summe jetzt bei k gleich 1 beginnen lasse, bis unendlich. Dann müssen wir allerdings darauf achten, dass wir innerhalb der Summe alle k's ersetzen durch k, durch ein minus k minus 1 letztendlich. Also erhalten wir minus 2 hoch k minus 1 und im Nenner letztendlich z minus 1 hoch k minus 1. Hoch k. Das haben wir ja gerade so gemacht. Dann aus k plus 1 wird dann einfach nur k. Plus, ja, und die zweite Summe kann ich abschreiben. Das deute ich jetzt mal symbolisch hier nur an durch diese Gänsefüßchen hier. Dann geht es weiter. Jetzt können wir hier z minus 1 hoch k, was ja hier im Nenner steht, das wollen wir gerne in den Zähler hinein befördern. Dann erhalten wir allerdings einen Exponenten, nämlich minus k. Und das können wir umgehen, das Ganze, indem wir die Summe jetzt laufen lassen, so wie ich das in vorigen Beispielen auch schon gezeigt habe, nämlich von minus unendlich bis minus 1. Und dann erhalten wir einfach 1 dividiert durch, Sie müssen jetzt k durch minus k hier jeweils ersetzen. Das heißt, wir halten dann minus 2 hoch k plus 1 im Nenner, multipliziert mit z minus 1 hoch k. Und jetzt schreibe ich auch die zweite Summe nochmal ausführlich auf. Die Summe von k gleich 0 bis unendlich über minus 1 hoch k plus 1 dividiert durch 3 hoch k plus 1 und das Ganze multipliziert mit z minus 1 hoch k. Sie sehen also, wir haben jetzt diese Laurent-Reihe hier aufgeteilt in einen sogenannten Hauptteil und in einen Nebenteil. Der Hauptteil ist der Teil mit negativen Exponenten, also wo die k-Werte negativ sind. Das wäre hier also der Hauptteil. Und wir haben den Nebenteil, der nur positive Exponenten hat. Der Hauptteil konvergiert jetzt für alle z außerhalb der Kreisscheibe um den Mittelpunkt z0 gleich 1 herum mit dem Radius r gleich 2. Das möchte ich hier oben in der Skizze jetzt mal skizzieren. Also dieser Hauptteil konvergiert außerhalb der Kreisscheibe mit dem Radius r gleich 2 und das deute ich hier mal an durch diese blaue Schraffur jetzt. Hier würde also der Hauptteil konvergent sein in diesem Bereich. Im Prinzip in der gesamten komplexen Ebene, außer im Inneren der Kreisscheibe inklusive des Kreisrandes des Kreises mit dem Radius 2. Und der Nebenteil, der konvergiert für alle z-Werte, die innerhalb der Kreisscheibe um den Mittelpunkt z0 gleich 1 herum liegen, mit dem Radius r gleich 3. Und das würde ich jetzt hier mal rot schraffieren. Also das wäre der Bereich, wo der
Nebenteil jetzt konvergent ist. Und Sie sehen, beide Teile, der Hauptteil und der Nebenteil, kann nur konvergent sein in dieser schwarzen, schraffierten Kreisscheibe oder des Kreisringes, wie man auch sagt. Also insgesamt konvergiert die Neuronreihe also auf dem Kreisring, so wie wir das hier oben hingeschrieben haben, wo z minus 1 im Betrag größer ist als 2, aber kleiner als 3. Wenn Ihnen jetzt dieses Video gefallen hat, können Sie mir gerne einen Daumen nach oben geben und vergessen Sie bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls Sie kein weiteres Video verpassen wollen. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen.